Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac Weapons. Heute machen wir mal was anderes und zwar eine Challenge, während wir spielen, die Bloody Mary Challenge. Die haben wir in der letzten Folge freigeschalten mit Bethany. Deswegen gehe ich mal davon aus, jupp, wir sind Bethany. Wir spielen Bethany, The Bloody Mary Challenge. Wir haben als Items 3 Items schon bekommen. Einmal diese rote Cain-Träne, glaube ich, also die jetzt stärker macht, sobald man getroffen wird. Dann haben wir noch irgend so ein Kreuz, keine Ahnung, was das macht. Das fliegt aber auch hinter uns her. Wir haben noch das Book of Belial, das uns stärker machen würde. 4 Leben statt 3. Ich glaube, Bethany hat sonst nur 3 Leben. Und ein Bloody Bag. Wegen des Bloody Bags haben wir ein Leben mehr. Das gibt uns ein HP mehr. Genau. Ansonsten haben wir noch als Twinket, wie ich sehe, auch ein Herz. Ganz viele Herzen, alles rot und herzlich. Und hallo Monstro, wie geht's dir denn als ersten Boss in meiner Challenge, na? Ist sogar eine Special Form. Keine Ahnung. Was müssen wir machen? Wir haben Bethany. Das heißt, wir können keine blauen und schwarzen Herzen aufsammeln. Das ist schon mal schlecht. Wir haben allerdings relativ viel. Also wir haben zumindest dieses Trinket, was uns immer mal wieder Herzen dazu gibt. Das ist ganz toll. Monstro ist auch gleich tot. Und ich habe schon gesehen, das Ende ist auf jeden Fall bei Satan. Das seht ihr links, neben den blauen Herzen an der Leiste. Da ist ein kleiner Satan. Heißt, da müssen wir hin. Cool. Wir kriegen einfach Pentagramm als allererstes Item. Ja, auf jeden Fall nehme ich das mit. Einfach plus 1,05 Damage. Alter, okay, wir sind jetzt halt schon mega stark. Dann im Shop haben wir nichts wirklich Interessantes. Wir bräuchten halt eine Bombe. Ja, komm. Nehmen wir die Bombe mit. Und können hier dann nochmal gucken, ob hier eventuell der Geheimraum ist. Perfekt. Oh, wir kriegen sogar noch ein Lebensupgrade mehr. Mega, mega nice. Ich glaube, es gibt in Challenges keine goldenen Räume. Aber ich gucke trotzdem nochmal. Nein, keine goldenen Räume für uns. Gut, dann glaube ich, können wir diese Ebene verlassen mit gutem Wissen und Gewissen. Unsere Bombe, unsere einzige, haben wir zwar verschwendet, mehr oder weniger, aber ist schon in Ordnung. Let's go. So, Ebene 2. Kriegen ein Lebensupgrade. Ah! What? Oh mein Gott, ich habe noch ein halbes Herz. Das ist nicht cool. Okay, das ist die Challenge. Deswegen auch Bloody Mary. Okay, dieses Kreuz, das wir von Anfang an haben, macht, dass wir einfach nur noch auf einem halben Herzen rumgammeln. Anscheinend. Wow. Aber wir sind doch stärker geworden. Kann das sein, dass es Herzen abzieht und man dadurch stärker wird? Dann haben wir zumindest ein Herz im Shop. Das ist sehr, sehr gut. Okay, I see what diese Challenge ist. Ich kannte Bloody Mary nur als Cocktail, aber dass das auch sowas hier ist, nein. Bloody Mary ist ja, glaube ich, auch diese Königin von England gewesen, um ihr ein bisschen Geschichtsunterricht zu leisten, die ja irgendwie Milliarden von Menschen umgebracht hat, weil die nicht katholisch werden wollten, so wie sie. Oder hat sie die einfach alle eiskalt umgebracht und verbrannt und gehangen und Köpfe abgeschnitten, ja. Heißt, wir verführen jetzt mehr oder weniger Satans Werk, deswegen haben wir auch die satanische Bibel dabei. Und die Herzen, die wir dauernd aufsammeln, das sind die Herzen der Hingerichteten von uns. Ja, ja. Ui, guck mal, so ein neuer Raum. Hä? Guck mal, der ist einfach so gesplittet. Okay, das linke ist das Pokémon-Item. Ich nehme mal das rechte Psyfly. Oh, okay. Keine Ahnung, was die macht. Und wie komme ich an diesen Pokéball ran? Also, ich will ihn eigentlich gar nicht haben, aber wie wird man denn da theoretisch rankommen? Hier ist auch nicht irgendwie so ein geheimer Raum oder so, ne? Dass man da irgendwie durch die Wand gehen kann? Nö. Okay, wenn ihr wisst, wie man da rankommt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich habe nämlich gar keinen Plan. Wir können sie jetzt natürlich ganz normal besiegen. Guck mal, was unsere Fliege geiles Scheiß macht, ey. Der hält alle komischen Projektile ab. Guckt euch das an. So, okay, aber mir wurde ja gesagt, bei dieser roten Fliege soll man einfach nur die ganze Zeit ausweichen. Alter, diese Fliege, what the fuck. Und dann verschwindet die irgendwann und gibt dann ein krasses Item. Deswegen werde ich sie mal nicht weiter angreifen, sondern einfach nur ausweichen. Und wir gucken, ob da denn die Wahrheit drin liegt oder nicht. Wäre ja ganz witzig. Ja, keine Ahnung, ich glaube, das bringt nichts. Lass sie einfach töten und dann passt das schon. Hauptsache, ich behalte meine 100% Satan-Chucks. Oh, Magic. Ah nein, ich dachte, das wäre die Plazenta. Plazenta wäre noch geiler gewesen. Hier können wir auf jeden Fall das Dagger-Ding mitnehmen. Das andere ist Lil Brimston, aber... Oder gar nichts. Lieber gar nichts. Ich brauche meine Leben. Ich behalte meine Leben, das ist besser. Und ich glaube, es ist auch besser, wenn ich sowieso keine Devil Deals mitnehme, sondern eher auf Angel Deals gehe, oder? Weil... Oh, what the fuck? Ich erschrecke mich auch jedes Mal wieder. Okay, das ist Visa-Raum. Weil Angel Deals geben ja vermehrt Projektilsachen. Gehen die wieder hoch oder nicht? Nee, scheinbar nicht. Okay, schnell weg hier. Und alles, was irgendwie uns beschützt, zumindest in der ersten Zeit in neuen Ebenen, ist gut für uns, weil
Am Anfang einer neuen Ebene. Was bist du? Verb! Oh, nice. Da kommt ein Verb raus, ne? Was macht denn die zweite Verb? Oh, gib mir noch eine Verb. Geil, was macht die dritte Verb? Mir noch einen Verb geben. Ultra gut. Ja, aber der Anfang in der neuen Ebene ist halt immer so ein bisschen lost-mäßig dann, wenn ich immer nur ein halbes Leben habe. Also mit einem Herz oder mit einem Treffer bin ich ja immer schon tot. Heißt, ich muss am Anfang ein bisschen chilliger spielen. Was bist du? Bobster Key, toll. Jetzt habe ich Bomben, aber keine Schlüssel mehr. Nice. Oh, hier, Regenbogen. Mach das Regenbogen den kaputt. Oh, geil. Okay, wir haben volle Leben. Dann geht's mir jetzt wieder gut. Und ein bisschen Money kriegen wir auch. Das ist doch nicht so schlecht. Hallo, gib mir dein Geld. Oh, geil, ich bin reich. Ich habe über 15 Dinger. Dann können wir auch mal in den Shop reingucken, in dem absolut gar nichts drin ist. Geil, aber zumindest kriegen wir noch mehr Geld. So, ich habe leider meine Devil die Chance gerade ein bisschen verkackt, weil ich einmal ein Leben verloren habe. Aber ich hoffe, wenn wir den jetzt besiegen, dann haben wir ja trotzdem noch eine relativ hohe Chance auf einen Angel oder Devil Deal. Weil ich glaube, das steigt dann nochmal so um, keine Ahnung, 30% oder so. Dann hätten wir so ungefähr 50-50 Chance, dass wir irgendeinen Deal bekommen. Bitte sei nett zu mir, Spiel. Bitte sei nett. Ich hätte gerne einen Angel-Deal, ja? Nur einen einzigen. Please, pretty please. Wir kriegen absolut nothing. Aber Little Chat, auch nicht schlecht. Gibt uns zumindest mehr Herzen. Ist gut. Für diese Challenge ist Little Chat eigentlich ziemlich geil. Wieder... Ah! Herzen verliert. Ich hasse das. Da ein Herzchen. Okay, cool. Wir sterben zumindest nicht instant. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay, das ist ein ultra-assierer Gaum. Ich glaube, die würden sogar ein ganzes Leben abziehen, wenn sie einen treffen, oder? Okay, jetzt sind wir aber safe, glaube ich. Naja, unser Schaden ist auch gut. Dadurch, dass wir halt bisher immer volle Leben hatten am Anfang der Ebene, werden wir in der Ebene schon recht stark. Wir könnten in den Schallraum gehen, aber ich glaube, lieber mal nicht. Ja, was gibt's sonst zu erzählen? Ich wurde jetzt endlich mal geimpft. Ich habe jetzt meine erste Impfung in TUS. Anscheinend als letzter in meinem Freundeskreis. Als ich denen davon erzählt habe, die schon gesagt, yo, ich bin schon geimpft. Digga, wie spät bist du denn dran? Auf jeden Fall. Krampus, okay. Hallo Krampus. Ich mache mich mal zweimal stärker, ne? Damit du schneller tot bist. Auf jeden Fall ging das sehr, sehr schnell. Ich hatte erst ein bisschen Angst vor der Impfung. Weil die letzte Impfung ist schon, keine Ahnung, 10 Jahre her. Da war ich ja noch ein Kind und da habe ich in Erinnerung, dass er sehr doll wehtat. Ja. Aber war gar nicht so schlimm, war sehr, sehr schnell. Ich habe mich da hingesetzt, sie hat das sofort reingemacht. Ist das nicht dieses Fliegenteil? Ja, scary. Oh, nice. Das kann man einfach so bekommen. Toll, und hier kriegen wir so eine Scheiße. Also im wahrsten Sinne des Wortes kriegen wir Scheiße. Und hier noch. High Prices, okay, nicht... Oh, wir können das nochmal öffnen. Mehr Bomben, kein Bock drauf. Und wir kriegen... Nothing. Nice, danke dafür. Ja, das Poop-Ding können wir auch noch mitnehmen. Bringt uns jetzt nicht so viel, aber... Gut. High Prices ist zumindest was uns später helfen kann. Dann können wir, glaube ich, ich hätte das Herz mitnehmen sollen. Ich bin richtig dumm. Aber wir können die Ebene verlassen. Kriege jetzt ein bisschen Geld. Geil, danke. Reichtum. Ey, auf jeden Fall hat die das einfach in meinen Arm reingestochen. Richtig weit oben, by the way, auch. Und die hat nicht mal 1, 2, 3 oder so gesagt. Oder bereit oder irgendwie sowas. Was man bei die, also als ich Kind war, da hat sie doch gesagt, gib mir das Herz. 1, 2, 3. Also sie hat gesagt, bei 3 stechen wir los. Und dann hat sie halt 1, 2 gesagt und beim 2 schon reingestochen, damit man voll denkt, wow, du bist echt gemein. Also dass man sich halt auf die 3 konzentriert, aber sie dann schon bei der 2 gestochen hat und man das dann gar nicht gemerkt hat. Ja, so war das früher, aber das hat sie jetzt gar nicht gemacht. Sie hat einfach, yo, setz dich hin und dann pff, einfach voll in den Arm rein. Oh nice, sie kriegen den Small Rock sogar. Danach sollte man eine Viertelstunde warten, warum auch immer. Falls man da umkippt oder was? Ich habe es auf jeden Fall nicht verstanden, weil danach hat nicht mal irgendjemand nochmal geguckt. Mein Arm tat mega weh danach. Also der Einstich selber hat nicht weh getan, aber irgendwie die Impfdosis danach hat mega weh getan. Und das hat sogar noch 3 fucking Tage angehalten. Danach war aber am schlimmsten tatsächlich die erste halbe Stunde danach. Hätte ich da auch schon was sagen sollen? Ich weiß es nicht. Weil da war halt nicht mal irgendein Arzt oder sowas, der das angucken könnte oder gesehen hätte, dass man da umkippt. Da waren alles nur geimpfte Leute in diesem komischen Warteraum. Keine Ahnung, ich habe nicht mal was dafür bekommen. Ich weiß, dass man in irgendeinem anderen Bundesland hier immer den Kopf dabei anhauen, weil macht man Schaden und es kommt kein komischer Springer da raus. Sehr, sehr gut. Okay, ich habe gar keinen Bock auf den. Ich glaube, I priced this. Einmal kurz noch seinen Kopf hier vernichten. Hallo, mach nicht so viele Köpfe. Ja, ich weiß, dass man in anderen Bundesländern zumindest eine Bratwurst bekommt. Ich habe gar nichts bekommen. Ich habe 15 Euro von meiner Krankenkasse bekommen, weil ich mich geimpft lassen habe, aber sonst gar nichts. Ja, okay, ich habe die Impfung selbst bekommen. Ah, war sonst gar nichts. Ich glaube, ich nehme beides mit. Das linke bringt uns halt absolut nothing, weil wir keine blauen Herzen haben können, aber Gabi-Item
Why not? Vielleicht werden wir ja Gabi. Gabi ist halt einfach immer noch OP. Ich habe auch mitbekommen, es gibt jetzt ein neues Gabi-Item, ne? Es gibt Gabis Auge oder so, habe ich bei jemand anders gesehen. Ich weiß nicht, was es macht, aber... Oh, weiß... Okay, da, scheiße. Aber ich... Hilfe! Ich weiß, dass es existiert. Und wer sich fragt, dieses andere Item, das wir gerade eingesammelt haben, das macht diese... Oh, danke, Herzchen! Mega gut. Hast du auch noch ein Herzchen für mich? Nope, okay, alles klar. Gar nicht so schlimm. Alles in Ordnung. Macht diese Totenköpfe, also das Item, was wir eingesammelt haben, macht diese Totenköpfe über die Leute hier. Und wenn wir die Leute dann in dieser Reihenfolge töten, dann kriegen wir irgendwas. Ich glaube, das kann von Herzen, Schlüssel, Bomben und so auch zu Statusveränderungen kommen, wenn man alle Gegner in einem Raum in der richtigen Reihenfolge tötet. Deswegen lass das mal kurz probieren und gucken, was passiert. Okay, das geht schon mal gut. Ja, perfekt. Ja, und wir kriegen ein Herzchen. Ich weiß nicht, ob das Herzchen jetzt von... dieser Liste da kam, aber wir haben jetzt auf jeden Fall eine Abschlussliste und das ist sehr, sehr toll. So, ein bisschen Money, wir haben viel zu viel Geld. Okay, hier haben wir auch noch einen Shop. Mann, wieso ist da ein Greed drin? Ich brauche kein fucking Geld. Oh, was ihr mir auch mal sagen könnt, wenn man mehr Geld hat, ist die Chance dann höher, dass Greed spawnt? Das wird Sinn machen, oder? Also beim Kopf wird das Sinn machen. Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Eigentlich nicht viel, glaube ich. Also ich habe halt immer noch Geldprobleme, muss dementsprechend viel arbeiten, darf ab und zu über YouTube machen und ich bin Pokémon Unite süchtig. Toll, oder? Habt ihr das auch schon mitbekommen? Einige auf dem Kanal mögen das, glaube ich, nicht. Oh, wir sind schon beim Arm. Sehr, sehr cool. Verstärken wir uns einfach mal zweimal. Ja, aber Pokémon Unite macht halt einfach ultra fad. I don't know. Vor allem... ist das schlau, wenn ich jetzt Pokémon Unite rausbringe? Weil nächsten Monat kommt das für Handy raus. Und wenn das dann erstmal für Handy rauskommt, dann spielt das natürlich auch viel mehr. Dann kriege ich bestimmt noch ein paar Views dazu. Und auch ganz viele Dislikes, weil die mich alle hassen. Ne, keine Ahnung. Aber die Pokémon Unite, die haben auf jeden Fall mehr Dislikes als andere Videos. Aber vielleicht habe ich auch einfach generell mal einen Hater. Das fände ich auch cool. Also wenn hier dieses Isaac-Video ein Dislike bekommt, oder zwei, oder drei, oder vier, oder fünf, oder acht... dann habe ich vielleicht einen generellen Hater und das finde ich gut, weil dann kommt wieder der Mahatma Gandhi. Mohatma. Oh, guck mal, wir sind sogar schneller als 20 Minuten. Ultra gut. Hier, die Mahatma Gandhi-Spruch kommt dann zu Trage. Ich glaube, diese Items sind alle doof. Ich weiß auch gar nicht, was die machen. Ich glaube, das Link. War das ihr Schildet Tiers? Nee, ne? I don't know. Nee, wir gehen einfach weg. Ich weiß nicht, was das alles macht. Auf jeden Fall hat Mahatma Gandhi hat ja, glaube ich, mal gesagt, erst lachen sie über dich, dann, keine Ahnung, irgendwas noch dazwischen, dann versuchen sie dich aufzuhalten und dann gewinnst du. Oder so. Und ich bin jetzt in diesen, sie versuchen dich aufzuhalten oder ja, ja, in dieser Phase bin ich jetzt gerade. Und die nächste Phase, wenn ich das dann überstanden habe, ist dann, dass ich gewinne und mein Playbutton bekomme. Oh mein Gott, okay, das ist ja richtig der assige Raum. Ich habe so keinen Bock. Ich verliere halt ein Leben, wenn ich getroffen werde. Kommt mal alle her, meine Fliegen. Kommt her, meine Fliegen. Kommt her zu mir. Ich werde euch alle töten und dann geht's mir gut. Nice. Wir kriegen noch eine Joker-Karte. Alles klärchen. Und nochmal volle Herzen. Wir dürfen ganz oft getroffen werden. Awesome. Ich war aber, glaube ich, generell auch ziemlich lucky in diesem... One, weil ich von Anfang an Pentagramm bekommen habe, das war schon ultra krass. Dann Little Chat ist natürlich für diese Challenge auch ultra, ultra gut. Habe ich sonst noch irgendwas richtig krasses bekommen? Ich habe die... Doch, hier, diese Scary. Scary ist natürlich auch mega gut, dass wir das als normales Item vor allem bekommen haben. Ich musste ja nicht mal irgendwas dafür ausgeben. Mega, mega cool. So, unsere Devil-Deal-Chance ist momentan sehr, sehr hoch. Wäre cool, wenn... Nein, du passt. Meine Devil, die Scheiße. Du bist so ein Arschloch, ich hasse dich. Was ist das? Neues Item? Booster Pack. Collect them all. Ja, eigentlich ein Booster Pack. Sogar genau 5 Dinger sind da drin. Wie bei den Pokémon-Karten. Oder sind da 10 drin? War bei Yu-Gi-Oh! Immer nur 5 drin? Keine Ahnung. I don't know. Of Hearts. Ace of... Okay, Ace of Clubs. Ich weiß nicht. Hat das Sachen verwandelt in Bomben oder... Ja, okay, gut, dass ich rausgegangen bin. Weil gar keinen Bock, dass ich meine Joker-Karte verliere. So, wir können nochmal den Automaten in die Luft sprengen. Vielleicht ist da ja irgendwas Tolles drin. Pathrow, okay. Pathrow ist gar nicht so bad. Werden wir mitnehmen. Und da wir ja jetzt unseren Level-Deal nicht bekommen haben, gehen wir einfach mit unserer Karte dahin. Ist das Plazenta? Bist du Plazenta? Bist du Plazenta? Nehme ich dich mit? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob da... Ja, komm. Es ist nicht Plazenta. Was kann wir... Ich keine Ahnung, was das macht. War das dieses, wenn man getroffen wurde, dann kam so ein Strahl um einen rum? Ich wollte Plazenta haben. Plazenta wäre nämlich mega gut gewesen in dieser Challenge. Na ja, Hierophant, ja, kann man auch mitnehmen. Why not? Ich weiß jetzt nämlich, wofür
die Herzen sind, die man so einsammelt. Mit alle zwei Herzen kann man sein Space-Item nochmal benutzen. Also obwohl das Space-Item nicht voll geladen ist, kann man... Ah! Ich erschrecke mich jedes Mal. Okay, die Kisten kann ich nicht mitnehmen. Was habe ich gesagt? Achso, für alle zwei Herzen, die man da einsammelt. Toll, ey, was ist das für ein Scheißraum hier? Kann man, der Pin muss sterben, sein Item benutzen, obwohl das Item eigentlich, also das Space-Item nicht voll aufgeladen war? Ah! Oh Gott, das war richtig knapp. Oh mein Gott, bitte töte mich nicht, Pin. Das wäre richtig sad, wenn ich einen Pin töten würde. Okay, das war unnötig. Ultra knappi, ein Herzchen. Und hallo, Herzchen. Du fehlst mir noch in meiner Sammlung von den 300 Herzen, die ich bisher schon eingesammelt habe. Bist du das riesigste und das alleinige Herz, das ich noch haben will. Du kommst in meine Vitrine, wenn ich dich getötet habe. Du. Ja, du. Keine Ahnung. Ich kann ja hier eigentlich stehen bleiben, oder? Ja, aber guck mal, meine Fliege haut die ganzen Dinger da weg. Ich muss nicht mal ausweichen. Die Fliege ist richtig OP. GG. Die kann nicht mal ihr Laser machen. Wow. Oh, wir könnten zu dem blauen Dingsbums gehen. Was ist denn das Rechte? Das... What the fuck? Nehme ich mal mit. Too spooky for me. Okay, I don't know. Wir sind jetzt rot geworden. Scheinbar. Wenn das jetzt genau denselben Effekt hat wie Scary, dann ist dumm. Obwohl, Scary macht gar nicht, dass die Leute weglaufen, ne? Ich glaube, too spooky for me kann sein, dass die Leute weglaufen. Und wir sind jetzt schon... Ah! Mann! Wir sind schon in Sheol! Das ist auch wieder ein eisiger Raum. Ja, okay. Ja, ja, unser Ding macht, dass die Leute Angst vor uns haben, ab und zu mal. Ist ganz nett, was die Gegner aber auch ein bisschen unberechenbarer macht. Ich gehe nicht in den großen Raum mit meinem Herzen. Ich bin nicht dumm. Erstmal schön zwei Lokis besiegen. Ja, da habe ich Bock drauf. Ein Herzchen. Okay, jetzt könnten wir in den großen Raum gehen. Und in diesem riesigen Raum sind aber vier Bosse drin. Ja, moin. Cool, das freut mich sehr. Das kann auch schon wieder ewig dauern. Jeder Hit und ich bin tot. Jeder Hit und ich bin tot. Das freut mich sehr. Ich sollte mich nicht so viel bewegen. Aber alles andere ist langweilig. Okay, überlebt, überlebt, überlebt. Sehr gut. Hoffentlich kommt jetzt mal bald in der... Oh nein, schon wieder. Nee, hä? Was ist das denn? Okay, die kenne ich auch noch nicht. Die kenne ich auch noch nicht. Was sind das denn für komische Alien-Viecher? Okay, crazy. Ich habe irgendwie Angst, dass hier neue Gegner kommen, die ich so gar nicht kenne und nicht einschätzen kann. Die auch irgendwie richtig das eisige Movement haben. Aber bisher ist das alles noch sehr human, oder? Ich bin zumindest stark genug, um die schnell genug zu töten, sodass sie ihren krassen Scheiß nicht machen können. Oh Mann, ey. Ich hasse das, wenn das so ein bisschen wie Lost ist. Also wenn man halt nur so wenig Leben hat. Dann ist man voll unter Druck. Ich mag das nicht, unter Druck zu sein. Nein. Hermit. Okay, Hermit ist cool. Könnten wir zum Beispiel in den Stachelraum gehen und uns dann raus teleporten, ohne dass wir Damage bekommen. Wäre eine Idee. Wir haben auch wieder volle Leben. Let's go. Oh, rote Kisten. Das sieht aus wie PhD. Nein, es gibt einen schlechte Pillen. Speeddown. Ja, GG. Und noch mehr schlechte Pillen. Bad Trip und Luckdown. Geil. Tja, dann aus hier. Ohne Leben zu verlieren. Schwarze Herzen. Oh, was machen denn schwarze Herzen mit Bethany? Sind die genauso wie blaue Herzen? Ja, okay. Interessant, interessant. Unser Herz-Encounter ist jetzt schon auf 16 hochgeschnellt. Laser. Und cool. 16. Das heißt, wir können unser Item dann 9-mal benutzen, oder was? 9-mal Book of Satan-Dingsbums? Ist das Book of Belial, ne? 9-mal stärker werden. Okay, wir sind richtig gut dann gegen Satan unterwegs. Nein! Nein, 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 nein! Ich bin zu schnell raufgegangen. Ich wollte das nicht. Well, fuck my life. Okay, wir haben 9 Leben. Wir haben einen... Es ist nicht alles schlecht. Ich habe meine OP-Fliege verloren. Nein, ich habe einfach meine ganzen Items weggemacht, weil ich auf die 1 gegangen bin. Warum mache ich das? Ich dachte, das wäre eine Bibliothek oder so. Und dann ist das so ein scheiß Würfelraum. Also klar, da waren Würfel drauf und man hätte sich das denken können. Aber what the fuck? Okay, das ist richtig schlecht. Ich glaube, ich bin schwächer geworden, ne? Allein, dass die Fliege nicht mehr da ist, ist halt mega scheiße. Und ich habe nur noch ein Leben und habe nicht mal die Chance, mehr Leben zu bekommen. Jeder fucking Hit. Ja, ist jetzt mein Tod. Nein, ich bin in der letzten Ebene und mach so einen Scheiß. Bitte, kann ich... Okay, wir können zumindest unser Buch noch häufiger benutzen. Scheiße. Ja, okay, dann müssen wir den jetzt mit einem Leben vernichten. Ich setze jetzt einfach 8 Milliarden Mal meinen Book of Belial ein. So, wir haben einen 15er Damage immerhin.
Und das muss jetzt funktionieren. Wir dürfen kein einziges Mal getroffen werden bei Satan. Das ist der allerletzte Boss, den wir machen müssen. Der allerletzte. Nein! Jetzt habe ich doch gar keine Chance mehr. Nein, ich habe meine einzige Chance, Satan zu vernichten, gerade vernichte gemacht. Fuck, okay, warte. Ich gehe die Ebene nochmal ab und hoffe, dass ich irgendwo zumindest ein kleines Lebensupgrade oder so bekomme. Oder vielleicht blaue oder schwarze Herzen, dass ich zumindest das Book of Belial nochmal häufiger benutzen kann. Oder irgendwas anderes, was mir... Ja, geil, Geld brauche ich halt 0, gar nicht. Scheiße. Wegen so einem fucking... Ich hab gar keine Räume mehr. Kann ich wenigstens in den Challenge-Raum? Ja. Ey, wegen so einem blöden Würfelraum mache ich mir jetzt alles kaputt, oder was? Wegen so einem blöden... Wow. Scheiß Würfelraum. Graue Küste möchte ich aber trotzdem... Okay, ja, so kann man seinen Mann natürlich auch kaputt machen. Hat die Kiste einfach scheiß Stacheln bekommen? Mann, ja, ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Kann ich nochmal in den Würfelraum rein und das nochmal machen? Weil ich jetzt schon dreimal gestorben bin? Nein? Okay, cool. Tja. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als Tryhard-Modus des endlosen Gedankengutes zu machen. Und versuchen, Satan mit einem fucking Leben zu vernichten. Okay, wir haben jetzt zumindest schon mal mit unserer Bombe getroffen. So, komm, wir gehen jetzt in Tryhard-Modus über! Okay, so viel dazu. Ich hätte vielleicht nicht auf meinem Pad hier drücken sollen, meine Augen verändern sollen. Oh mein Gott, ich bin so schlecht mit den Bomben gerade. Aber die hinterlassen natürlich auch so eine... Oh, fuck you! Come on! Oh Mann, das ist der allerletzte fucking Boss! Jetzt lass mich machen hier. So, Bombe. Nicht schießen. Und wieder nicht getroffen, aber zumindest mit der Giftwolke getroffen. Okay, komm, wir gehen jetzt auf vollends Dingsmodus. Warte. Hier, wir machen uns noch die Wisps an. Und jetzt kann's losgehen. Jetzt kann's losgehen. Ich vernichte dich, blöder Satan. Ich werde jetzt einfach all meine Bomben benutzen. 15 Stück haben wir. Ich werde jetzt nicht alle verbraten wollen. Okay, erste Phase ist die schwerste. Haben wir schon mal geschafft. Sehr gut. Aber ich werde auf jeden Fall mehr mit meinen Bomben agieren, weil die scheinen doch recht stark zu sein, wenn er dann mal Giftschaden bekommt. Come on, come on. Ja, mach doch dein Laser. I don't care. Deine zweite Phase ist richtig scheiße. Also richtig, er ist scheiße. Die kann man auf jeden Fall gut und easy vernichten. Stirb, danke. So, dritte Phase. Hier müssen wir einfach nur aufpassen. Nicht vor Satan. Satan selber ist mega easy, aber vor seinen komischen, explosiven Scheißdingern da. Weil, wenn die eintreffen, ist das nicht so geil. Vor allem haben die halt Explosionsschaden, AOE-Schaden. Nicht, okay. Richtig assig. Ich hasse es. Ich hasse alles und jeden. Bitte sterben Sie. Ich spamme einfach meine Bomben und hoffe, dass alles stirbt. Ich furz dich voll mit meinen Bomben. Oh, haben wir diese Bomben wegen... Nee, ne? Oder wegen Bobby? Kann das... Nee. Ich glaube, das macht irgendwas anderes. Okay, aber soweit läuft das ganz gut. Wir müssen trotzdem im Hinterkopf behalten, dass wir mit jedem Scheiß-Hit einfach sterben. Wenn jetzt einfach so eine explosive Fliege in uns drin spawnt, sind wir einfach tot. Komm, und sterb doch bitte einfach. Ein Hit nur noch. Ein Hit. Bitte. Oh mein Gott, wir haben ihn mit einem Leben besiegt. Oh Gott, okay, wir haben es geschafft beim First Try Challenge. Sigil of Buffo, bla bla bla. Oh mein Gott, was war das denn für ein Ende? Wie spannend hätte sich auch machen können, oder? Einfach mit diesen, alle Items nochmal weg, einfach nochmal von null. Ich bin auch 6-mal gestorben. Oh Mann. Okay, aber ich hab's hinbekommen. Dann hoffe ich, diese Part hat euch gefallen und war nicht so stressig für euch wie für mich. Und dann danke fürs Zuschauen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss. Fuck my life.